Hallo und herzlich willkommen bei mir zu Hause und zu einem neuen Video von mir. Für alle, die neu sind, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Petra oder Bibi und ich mache großteils Clean With Me Videos. Und im Normalfall fangen meine Videos in der Küche an. Allerdings habe ich heute ein paar Minuten früher eingeschalten. Also Duschen und Zähneputzen habe ich weggelassen, aber Frisieren habe ich halt mitgenommen, weil ein paar gesagt haben, warum ich nie meine Haare offen habe. Erstens sind sie nicht wirklich lang, also nicht ganz lang. Und zweitens stören sie mich einfach und deswegen mache ich sie immer zu. Und das mache ich in der Früh, bevor es losgeht. Und da habe ich mir gedacht, ach, scheiß drauf, ich nehme euch einfach mal mit. Weil das war der 25. Dezember, der Tag nach Weihnachten. Und da habe ich mir gedacht, oh, ich mache ein kleines, entspanntes Clean With Me Video für euch. Also total relaxed, nichts Großartiges, nichts zu Gründliches, einfach nur das normale, was man halt so zu tun hat. Ja, und weil ich gerade im Badezimmer war, habe ich mir gedacht, ja, tust auch gleich den Trockner ausräumen, habe dann allerdings festgestellt, weil sich das Bettzeug ja immer so verwurschtelt, ist es nicht alles komplett trocken geworden. Ja, ist das bei euch auch so oder bin ich nur zu blöd, die Wäsche richtig in den Trockner zu legen? Und ich wurde auch oft gefragt, auf welchem Programm ich trockne, auf ganz normal, es, bei mir heißt es extra trocken. Und ja, die Sachen gehen auch ein. Ich kalkuliere das eigentlich mit, wenn ich mir Sachen kaufe, kalkuliere ich das mit, dass sie auch eingehen. Ja? Die Sachen gehen im Trockner einfach ein, ist halt so. Ja? Das war eben 25. Dezember in der Früh. Das Geschirr habe ich schon am Abend eingeräumt. Wir hatten Fondue zu Weihnachten und jetzt kann ich das Fondue-Geschirr auch wieder wegpacken, weil das braucht man genau einmal im Jahr. Und zwar zu Weihnachten. Oder vielleicht auch nur alle 2 Jahre. Je nachdem, jetzt haben wir schon ewig kein Fondue mehr gehabt. Und dieses Mal wollte mein Sohn ein Fondue haben zu Weihnachten. Weil der war natürlich da und dann haben wir halt ein Fondue gemacht. Und es ist jetzt auch, eben es ist der 25. Dezember, sprich es ist ein Feiertag und da sollte man sich ja nicht zu sehr hetzen. Also habe ich alles ganz gemütlich und entspannt gemacht. Ja, auch nicht super gründlich, wie vorher schon erwähnt. Und ja, einfach nur das Notwendigste. Und den Rest des Tages habe ich dann entspannt. Ja, wir alle, die mir schon länger folgen, ihr wisst ja, dass ich grundsätzlich immer in der Küche anfange. Heute habe ich halt eben ein bisschen vorher gefilmt wegen einem Badezimmer. Weil es ist ja so, ich habe zwar schon eine gewisse Routine, weil ich eben immer zuerst Küche, dann Schlafzimmer und dann Wohnzimmer mache. Allerdings ist das wirklich nur an Arbeitstagen so. Wenn ich jetzt so wie heute an Feiertagen oder am Wochenende, ja, dann mache ich alles kreuz und quer. Und so da habe ich keine wirkliche Struktur in meiner Arbeit. Da mache ich dieses und jenes und ein bisschen hiervon, ein bisschen davon und eigentlich total chaotisch. Ja. Ich fange alles an und ich mache dann zwar auch vieles fertig, aber vielleicht auch nicht alles. Ja. Das Weihnachtsvideo war ja auch so. Das habe ich ja kurz vor Weihnachten aufgenommen. Und das war ja auch ein bisschen, da wollte ich eigentlich was anderes machen, aber herausgekommen ist dann das, den Kasten aufräumen, ne? Ja. Ihr habt ja gesehen, ich bin eine große Mülltrennerin, ja. Ich gehe meiner ganzen Familie am Geist mit der Mülltrennung, weil ich immer sage, bitte, gibt es die Flaschen in den gelben Sack und die Tetrapack kommen in den gelben Sack und das Papier kommt dahin und das Plastik kommt dahin, wow, und das und das und das. Ja, ich bin jetzt kein Planet Saver oder sonst irgendwas, ja, also, ja, ich fahre auch Auto und werde nicht auf ein Fahrrad umsteigen, weil ich viel zu unsportlich und es viel zu kalt ist. Ja, aber so, ich bin halt der Meinung, jeder kann einen kleinen Teil machen und damit ist auch ein bisschen was erledigt. Nicht? Also ein bisschen was geschehen in der weiten Welt.
Also ich bin halt so, ich tue ein bisschen Müll trennen und ernähre mich ja seit neuestem vegan, wenn ich für mich selber koche. Ja, wenn ich für mich koche, ernähre ich mich vegan, das funktioniert super, wenn ich irgendwo bin, pfeife ich drauf. Ja, also ich bin so ein Sonnenschein-Veganer. Und ja, Fondue habe ich aber auch Fleisch gegessen, weil ich hasse Tofu und was soll ich in das Fett sonst reinhalten? Ne? Ja, ich der Sonnenschein-Veganer. Ja, und da denke ich mir halt, ja, jeder einen kleinen Beitrag. Und in meinem Fall ist es eben Mülltrenner und hin und wieder vegan essen. Und ja, ich habe auch in der Früh schon auch Red Bull eingeschlossen. Kaffee hatte ich zu diesem Zeitpunkt schon getrunken. Und dann trinke ich immer beim Putzen oder so, trinke ich eigentlich immer Red Bull. Ja, ich bin ein Red Bull-Trinker der ersten Stunde, weil das ist ja vor gut 30 Jahren ist das rausgekommen, das Red Bull. Und ich habe es damals schon getrunken und ich trinke es heute immer noch. Ja, also der Rennstall von Red Bull gehört mir. Den habe ich bezahlt, würde ich sagen. Ja. Ach ja. Und da habe ich dann die Fondue-Teller abgewaschen, weil die sind nämlich zu groß für meinen Geschirrspüler. Habe ich festgestellt, wie ich sie gekauft habe. Denke, ah, scheiße, wenn ich die reingebe, dreht sich das, diese Propeller, der Propeller ist er kann, da dreht sich das Ding am oberen Korb nicht mehr, wenn ich die Fondue-Teller in den Geschirrspüler gebe. Also habe ich sie mit der Hand abgewaschen. Ja, ihr wisst, hin und wieder mache ich das, wenn es sich nicht ausgeht oder wenn ich ganz super motiviert bin. Was ich an dem Tag auch ein bisschen war. Und ich bin gerade so am Überlegen, was ich für Montag für ein Video machen soll. Ich habe mir überlegt, weil das Nähvideo doch ganz gut angekommen ist für ein paar, ob ich vielleicht wieder ein Nähvideo machen soll. Ja, weil Foodhaul habe ich auch schon lange keine mehr gemacht. Ja, schreibt es doch unten in die Kommentare rein, was euch denn wirklich interessiert. Also, lustig war ja, weil jemand gesagt hat, ich soll ein Brotbox-Video machen. Ich habe übrigens noch nicht damit angefangen, ja. Hat eine Followerin dazu geschrieben. Ja, interessiert mich nicht, aber anschauen würde ich muss trotzdem. Das ist total süß. Ja, also schreibt einfach in die Kommentare, welche Videos würdet ihr gerne sehen. Ja? Also das Clean With Me Video am Donnerstag bleibt. Ihr wisst, das ist immer dasselbe. Und am Montag möchte ich halt doch ein bisschen variieren, um euch ein bisschen entgegenzukommen. Und ja, schreibt mir doch einfach rein, was ihr gerne hättet. Bin ja für Vorschläge offen. Ja, mein Mann glaubt immer, ich schneide sowas raus. Aber nein, ich schneide es nicht raus. Ihr könnt ruhig sehen, mit was für einem Wahnsinnigen ich verheiratet bin. Ja, könnt mir gerne schreiben, wie arm ich nicht bin. Ja, aber ich habe ihn ja ausgesucht. Und es ist ja Weihnachten. Ja, mittlerweile ist auch die Wäsche trocken. Ja, man muss es einfach irgendwie schön fluffig reinlegen und wahrscheinlich zwischendurch sollte ich es auch mal aufmachen und nochmal auseinander sortieren, aber ja. Gebügelt habe ich an dem Tag nicht. Man soll es ja nicht übertreiben. Und das war, wir haben an Weihnachten Vormittag, haben die Jungs eben die Betten bezogen und wir auch. Und deswegen gibt es da lauter Bettzeug im Trocknen in der Waschmaschine. Und ich habe mir was Neues gekauft und zwar sind das Wäscheparfum-Pads von Blink. Und zwar habe ich die beim Müller bei uns gekauft. Und das sind so kleine Pots, so wie diese Wäschewaschpots eben, in wasserlöslicher Folie. Und das, ja, ein Wäscheparfum halt drin, wahrscheinlich Chemie pur. Aber die Wäsche riecht total cool, ja, total gut. Und also ich mag das ja, ich bin ja so ein Duftfanatiker, ich stelle auch überall Duftkerzen auf. Ja. Ich finde die super, es sind 15 Stück drinnen, kosten allerdings glaube ich 4 Euro oder so. Ich weiß es nicht, wir müssen mal nachschauen. Aber die sind echt super. Habe ich mir neu gekauft und habe es gleich verwendet und bin total zufrieden.
Zeit habe. Und wenn ich mich nicht hetzen muss, also hetzen muss ich mich ja sowieso selten, weil ich kann mir sehr einteilen, ja. Aber wenn ich weiß, ich muss nachher noch arbeiten und ich muss nachher noch einkaufen gehen oder sonst irgendwas, dann arbeite ich schon grundsätzlich auch ein bisschen schneller. Ja, aber heute, also an dem Tag war das so, ah, warte, da ist ein Fleck drauf. Hm, da tust du ihn ordentlich reinigen, ne? So relativ spontan. Ja. Es ist auch der Titel entspannte Putzroutine, ja, weil es war wirklich total entspannt. Und ja, und dann habe ich natürlich die Fondue-Teller, die man ja auch nicht brauchen unter mehr, die sind wirklich riesig, ja. Habe ich die dann auch gleich wieder zurück in den Karton gegeben und habe sie dann auch in den Keller getragen zu dem Fondue-Töpfen, zu dem Fondue-Set, naja, zu dem Teil, wo das Öl draufsteht. Ne? Ja, wie gesagt, unter mir essen wir das nicht und ich bin halt eine, ich möchte auch nicht zu viel heroben in der Küche, ich habe eh so viel Scheißrig in der Küche, ja. Und das, was ich nicht wirklich brauche, ja, das stelle ich dann in den Keller runter. Ich habe ja einen Keller oder ich stelle es in der Garage oder so. Obwohl, nein, das, was ich immer wieder brauche, steht bei mir im Keller unten. Ja, kennst du meinen Keller? Ich habe ja mal ein Video davon gemacht. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Ich verlinke euch das Video unten. Ja. Wenn ich nicht vergesse, weil irgendwann habe ich mal drauf vergessen, ist mir aufgefallen. Und ihr habt ja Stichwort verlinken, ihr habt ja unten alles verlinkt von meinem Dyson Handstaubsauger, also den Akkusauger, über meine Aufwaschmops, meine Putzmittel. Der Großteil ist von Provin bei meinen Putzmitteln. Meine Jausenboxen habt ihr verlinkt, also ihr habt da unten alles verlinkt. Und ja, so schaut es dann oft auf der anderen Seite aus. Ihr kennt das, ihr wisst, das ist der Hotspot in der Küche. Die andere Seite steht immer alles, ja. Und es wird einfach nicht besser, ja. Ich meine, ihr lacht mich wahrscheinlich eh schon aus, weil ihr euch denkt, Alter, die putzt jeden Tag, macht Videos drüber und schafft es nicht, dass diese 2 Quadratmeter, wenn es überhaupt 2 Quadratmeter sind, das sind sie ja gar nicht, ja, sind vielleicht 1,5 Quadratmeter, ja, schafft es nicht, diese 1,5 Quadratmeter ordentlich zu halten. Ja, nein, ich schaffe es ganz einfach nicht, ja. Weil da lege ich auch immer her die leeren Flaschen, die ich vorher rausgetragen habe, also PET-Flaschen, Tetrapack und ja, also alles, was zur Mülltrennung gehört, lege ich da auch immer hin und dann schaut das dort auch immer aus wie eine kleine Deponie. Ja, und da rechts unterm Nebensessel steht da das Altpapier. Und ja, das ist so meine kleine Sammelstelle. Und es schaut halt einfach immer, immer, immer wieder aus. Jetzt haben wir es doch tatsächlich nach einer Viertelstunde des Videos erst ins Schlafzimmer geschafft, ja? Weil entspannt ist bei mir echt langsam. Ja? Also ich habe mir gerade gedacht beim Zusammenschneiden, scheiße, wie lange dauert das noch in der Küche? Ja? Ist ja ein Wahnsinn. Aber okay, wir haben es ins Schlafzimmer geschafft. Betten sind schon überzogen. Da liegt ein halbtoter Chihuahua im Bett, weil er ja... Dabei, es war da eh schon, ich weiß jetzt nicht, 8:30 oder 9 oder so. Ja, aber seht, schaut euch diesen Hund an, der ist so richtig... Hast du mir gerade die Decke weggezogen? Ist das dein Ernst? Echt jetzt? Oh, ja, also... Wenn Hunde denken könnten, würde ich glauben, dass er das denkt, ja? Dieses, ach Gott, was macht sie schon wieder? Ach Gott, jetzt holt sie wieder dieses komische Teil da, ja?
Und er geht ja auch nicht runter. Ja? Er setzt sich hin. Ja? Wenn ich mit dem Staubsauger komme, geht er einen halben Meter weiter. Ja? Dann komme ich wieder mit dem Staubsauger, dann geht er wieder 2 Meter weiter. Ja? Also er ist ja doch da ein bisschen, wie soll ich sagen? Ja, er denkt sich, ja, meine Güte, mach ruhig. Ich bleib halt trotzdem da oben. Ne? Und jetzt ist er der Ärgste, pass auf. Schau, jetzt fängt er an, sich zu kratzen. Ja, das macht er absichtlich, damit er noch weiter, noch mehr Haare verliert. Ich saug die Haare weg und er schmeißt sie mir wieder aufs Bett. Ich glaube, das hat er absichtlich gemacht. Bin fest davon überzeugt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich gern und dann ist er gegangen. Ja, kleines bösartiges Tier das. Nein, ich liebe meinen Zwetschi und ihr wisst, mein Zwetschi darf alles und der Bono darf auch alles und meine Hunde dürfen aufs Bett und kaum bin ich fertig mit dem Betten machen, stehen sie schon unten und warten, dass sie wieder rauf dürfen. Und ja. Und ja, ich kleiner Adrenalin-Junkie, habe das Bettzeug wieder ins Fenster gelegt. Und es ist mir keins rausgefallen. Ja, es ist passiert eh sehr selten, aber ja, no risk, no fun. Ne? Ja, dann Duftspray habe ich am Leintuch vergessen und habe mir gedacht, na wurscht, sprühst du ihm halt auf die Decken, ist ja egal. Ja, ich mache das. Ich mache das halt immer. Ich mag, wie schon gesagt, ich mag so Duftkerzen, Duftsprays, Duftperlen, alles, was irgendwie man was beduften kann, dann mache ich das. Ja, ich mag auch Parfum natürlich, ja. Und ich trage auch Parfum. Täglich. So, jetzt sind wir noch schnell im Wohn-Esszimmer, obwohl das Wohnzimmer ist jetzt oben, also Esszimmer-Büro-Leseecke, wie auch immer. Ja, und schon fast am Ende des Videos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr mir einen Daumen nach unten gebt, ist das auch okay. Nur würde ich gerne wissen, warum und wieso. Dann kann ich es ändern. Und diese Decke, die ich da gerade in der Hand habe, die habe ich selbst gehäkelt. Ja, da bin ich jetzt die letzten 3 Monate gesessen und habe die Decke gehäkelt. Und sie ist pünktlich zu Weihnachten fertig geworden. Also habe ich mir selbst ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Und der Bono hat schon gewartet, dass er wieder auf die Sessel darf. Ja, ich sitze auf den Sessel nie. Hunde, Kinder. Aber ich sitze so gut wie nie auf den Sessel. Naja, egal. Ja, falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir ein Abo da lässt. Ich habe jetzt 1210 Abonnenten und hätte natürlich gern mehr. Ja, eh klar. Und so helft ihr mir am besten, wenn ihr mich abonnieren würdet und wenn ihr meine Videos teilt und in die weite Welt hinaustragt. Ja. Weil wir ein elektrisches Fondue hatten, hatten wir da die Verlängerungskabeln eben unterm Tisch irgendwie angetunt, damit man die irgendwo anstecken kann. Aber die Kabel von diesen Fondue-Teilen waren echt zu kurz, ja. Und mit kleinen Kindern würde ich ein Fondue sowieso nicht machen, weil ich habe immer so ein bisschen die Panik, dass irgendwie aufsteht und mit dem Kabel dann das heiße Öl irgendwo herum umschmeißt oder sonst irgendwas und dann ist er leiwand. Ja, also bei sowas, da kannst du dann gratulieren, wenn du zu Weihnachten ins Spital fahren musst wegen schweren Verbrennungen. Ja. Aber das ist uns erspart geblieben. Ja, und während ich das alles gemacht habe, ist mein Mann einfach gesessen und hat Computer gespielt. Er hat sich überhaupt nicht stören lassen. Also er hat dann schon gemeint, musst du noch lang saugen oder so, aber er hat sich einfach nicht stören lassen. Ja, und damit verabschiede ich mich und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, willkommen bei mir zu Hause. Bussi, baba. Ach ja, hier habt ihr noch 2 Videos, die ihr euch anschauen könnt. Und in der Mitte, wenn ihr drauf drückt, könnt ihr abonnieren. Danke. Baba.